Wir sind eine akademische Fliegergemeinschaft an der Universität Bremen. Und wir haben im Laufe von vielen Jahren mit mehreren Studierendengenerationen ein Ultraleichtflugzeug gebaut. Ja, es hat tatsächlich 14 Jahre gedauert, bis wir an diesem Punkt angelangt sind. Einmal in der Woche, zweimal in der Woche manchmal, zum Schluss auch dreimal in der Woche haben wir uns getroffen, um diesen Zustand zu erreichen. Das Flugzeug wurde in verschiedenen Baugruppen nacheinander bestellt und nacheinander gebaut. Im Laufe der Zeit haben wir allerdings viele Veränderungen vorgenommen, viele Eigenentwicklungen einfließen lassen. Etliche Bachelor-, Masterarbeiten und Studierendenprojekte sind in dieses Flugzeug eingeflossen. So sind wir sehr stolz und sehr froh über Entwicklungen von Studenten, die die Informationstechnik im Cockpit entwickelt haben und dass das alles reibungslos funktioniert. Nach dem ersten Test, den unser Pilot Oliver Seag, der bei Airbus arbeitet, aber auch Mitglied bei uns im Verein ist, nachdem er den durchgeführt hat und getestet hat, inwieweit das Fluggerät flugfähig ist, hat er gesagt, er hat keine Bedenken gegen den Erstflug. Es verhält sich alles so, wie es soll. Wir haben also jetzt die vorläufige Verkehrszulassung erwirkt und die gilt nur für die Testphase. Die hoffen wir möglichst schnell und möglichst reibungslos abschließen zu können. Dann beantragen wir die allgemeine Verkehrszulassung und dann freuen sich auch andere, unter anderem ich, darauf, mit dem Flugzeug fliegen zu dürfen. Und natürlich auch unsere Studierenden, die in der Zwischenzeit der eine und die andere ihre Fluglizenzen erworben haben. Wir sind sehr glücklich, das Projekt nach so vielen Jahren jetzt erfolgreich abschließen zu können. Sind auch ein bisschen stolz, vor allen Dingen auf unsere Ausdauer, denn es hat doch viele Jahre gedauert und auch etliche Rückschläge gegeben. Und wir sehen natürlich der Arbeit an und mit unserem Fluggerät mit großer Freude und Spannung jetzt entgegen.